Wunderschönen guten Abend und hallo zurück zu Let's Play Minecraft. Im letzten Teil ist mir ja hier was abgebrannt, das habe ich jetzt hier schon zum Teil durch Cobblestones und Cleanstones ersetzt. Muss jetzt eben gucken, ob ich hier schon einen Cleanstone habe, damit ich das noch zu Ende machen kann. Das sieht doch schön aus mit dieser Lavasäule. Ist hier was drin? Nein? Als ob hier nichts drin wäre. Ah, Cleanstone. Ein bisschen Cleanstone. Versuchen wir das mal zu Ende zu führen. Wie habe ich es da gemacht? Hier habe ich da... Das ist noch Holz, okay. Moment, dann machen wir erstmal so, oder das. So ist wie auf der anderen Seite. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Uno, duo. War das richtig? Ja. Uno, duo. 1, 2, 1, 2 und ja. 1, 2, 3, 4. Da kann ich auch Stein machen, interessiert ja eh keinen, wie das aussieht. In die Mitte. Cleanstone bis zur Decke. So. Ja, ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil ich noch nicht genug habe, aber egal. Ich gehe jetzt mal eben in die obere Etage. Jetzt könnte ich wieder ein Problem kriegen, weil wir nicht Tag haben. Weil ich habe hier, das kann ich euch jetzt so sofort zeigen, weitergemacht. Hab hier oben, na das seht ihr nämlich jetzt nicht, da oben so einen Kasten drauf gesetzt, der mir dabei helfen wird, dass man halt den Turm einfach besser sieht. Aber dann werde ich jetzt halt was anderes machen. Und zwar... Moment. Hier runter. Also hier, so sieht es jetzt auf der einen Seite aus. Einfach die Wendeltreppe so halb aus Holz und halb aus Stein. Jetzt kann mir die Lava sein noch nicht mehr alles abfackeln. Und wir sehen gerade, da hinten ist weiter gewachsen. Und ich muss mal eben die Türen zumachen, bevor ihr alles an... Wo ist das Schwein? Komm her. So, tot. Eben das hier abernten, was hier gerade schon nachgewachsen ist. Und wo schnell wieder... Drei... Ups, jetzt ist die Fackel ab. Das war nicht gewollt. Schweinchen dick, geh weg. Pam pam. Das gibt wieder... Damit könnte ich Bücherregale bauen bis zum geht nicht mehr. Muss ich überlegen, ob ich jetzt eine Bibliothek irgendwann baue. Also Rohstoffe genug hätte ich jetzt mittlerweile. Erst hatte ich ja überhaupt kein Zuckerrohr. Aber jetzt habe ich natürlich... Genug davon. Da warte ich jetzt mal. Hier muss ich jetzt wieder durch hier reinlaufen, ob hier irgendwas liegen geblieben ist. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Und da sind auch nochmal drei. Bringe ich zurück. Ach, ich habe die Kakteen eben noch abgeholzt. Abgebaut einmal. Sind schon wieder da. Eben hoch. Und ups. Und... Zuckerrohr einsortieren. Moment, so, so. Auch schön, schon ein kleines Inventar. Und hinab. Was haben wir denn sonst noch im Inventar gerade? 6 Holzbohlen. Kann ich die brauchen? Nee. Ach, das ist ja schon groß geworden. Da muss ich vielleicht bei gegebenem Anlass mal was reinbauen. Aber jetzt glaube ich, gehe ich erstmal. Habe ich noch eine... Boah, da hat gerade die Framerate aber rumgespackt. Manchmal hat das Programm echt Probleme. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier oben... Ich hatte... Boah, das sieht doch schön aus. Das habe ich hier nämlich ein bisschen bewaldet, ihr seht es. Der Turm, der wirklich von Anfang an da war, der steht da immer noch. Papp, papp, papp. Papp, 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 papp. Ich glaube, ich werde jetzt hier irgendwann wieder mit Wendeltreppen hochgehen, weil... Boah, das gibt... Das wird aua, wenn ich da jetzt runterfall. Ah, soll ich da jetzt runterspringen? Ja, bah! Jetzt brauche ich Glas, damit das hier ein bisschen heller ist. Ich werde jetzt hier ein paar Glas... Also Glas bis hochziehen. Also nicht bis ganz hoch, aber ein Stück hochziehen. Hier soll man sich gar nicht umsehen, das ist gar nicht von, gar nicht gewollt. Mach hier 2 Fackeln hin und gut ist.
Ja, toll. Ah ne, da habe ich Heizend. Wie mache ich das denn jetzt? Da muss ja jetzt Stein hin. Bis oben. Es hat geklappt. Jetzt brauche ich Leitern. Hinab. Das kann ich später abbauen. Das kann ich noch so lassen mal eben. Hier habe ich halt einen Zaun reingebaut, dass man da nicht drüber springen kann. Das werde ich hier an den Seiten auch noch machen. Habe ich genug Zäune? Nee, habe ich nicht. Dann warte ich noch. Und hinunter. Und jetzt brauche ich Holz. Wie viel Holz haben wir denn dabei? 6. Kriege ich ein paar Stäbe drauf. Ach, ich kann da schon Stäbe. Ich muss zum Crafting Table. Eine Etage. Oder zwei Etagen tiefer. Ich weiß es gerade selber nicht. Zwei Etagen tiefer. Noch 5 Minuten werde ich aufnehmen. Dann ist auch gut. Sonst dauert das Rendern ja wieder 5 Stunden. 8 Leitern. Das war dumm. So. So, jetzt haben wir 9. 9 Leitern. Reicht. Wieder hoch. Ich muss mir vielleicht mal ein Crafting Table da oben hinbauen, damit ich hier nicht jedes Mal jetzt runterlaufen muss. Und hier ist die Zwischenebene jetzt. Genau. Eins. Ich melde erstmal an einer Seite, damit ich immer hoch und runter komme. Immer nur jedes zweite, weil ich hab's gerade nicht so dicke. Mal schon mal für das, was ich kann. Boah, man sollte steuern. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ach, Feststellungstaste. Bam, badadam, dadam. Oh, hinauf. Ich wundere mich gerade, weil ist alles an. Gut. Ja, hier ist übrigens die Wüste. Da werde ich als Sandabbaugebiet benutzen. Das da halt habe ich halt alles bewaldet. Ihr seht, da stehen noch die Setzlinge. Da hinten ist noch ein zweiter Mobspawner. Da will ich aber nicht hin, weil das ist mir dann zu blöd. Diese riesige Wüste, da weiß ich noch nicht, was ich damit veranstalte. Weil komplett abbauen wird schwer. Ich weiß nicht, was ich hier noch drauf packen soll, ob ich es größer machen soll. So von der Fläche her. Weil wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Ist vielleicht nicht so toll, dann hier abzustürzen. Mach erstmal fürs Erste hier oben nur so 4 Fackeln drauf. Jupp. So, und jetzt gehen wir Holz sammeln. Holz, Holz, Holz. Oder Glas. Sand abbauen. Sand abbauen. Boah, ich komme immer an die falsche Taste. Na, noch eine tiefer. Habe ich doch schon mehr Etagen, als ich dachte. Ich habe noch genau 2 Stäbe. Das ist nicht viel. Da kann man genau eine Schaufel draus machen. Habe ich echt kein Holz hier irgendwo rumliegen. Das wundert mich aber jetzt. Dann müssen wir mal eben erstmal welches abbauen. Ah, extra haben wir ja genug. Die Treppe ist fertig. Ah, ich habe noch 2 Minuten. Was mache ich denn jetzt? Ach, der Baum ist immer schön groß geworden. Ich reiß hier mal einen Baum ab. Ist ja eh das Wüstengebiet hier. Da muss ja nichts dran stehen. So, einmal 4 Holz. Ah, Mann. Das gibt 40 Stäbe. So, das reicht. Jetzt gehe ich schnell zum Crafting Table. Warum habe ich hier kein Crafting Table? Doch, habe ich wohl. In die Wand integriert. Mach noch ein paar Schaufeln. Doch. So. Düpp, düpp, düpp. Kann man immer gebrauchen. Also, daher. Das Inventar ist zwar ein bisschen voll dafür momentan. Also, viel werde ich jetzt auch nicht rauskriegen. Oh, hier ist gerade ein schöner Ton im Ohr. Ja, was machen wir denn jetzt? Gehe ich noch? Mache ich es oder mache ich es nicht? Nein, ich beende die Aufnahme hiermit und sage Tschüss. Bis mit Blick auf den neu
entstandenen Teil unseres Hauses. Tschüss, bis zum nächsten Mal.